Ja, Helmut, du bist da ebenfalls auch im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales, als Empel abgekürzt. Und kannst du mir kurz erläutern, welche Funktion dieser Ausschuss hat? Ja, wie der Name schon sagt, Beschäftigung und Soziales. Dieser Ausschuss ist dafür da, um die Rahmenbedingungen europaweit, in Europa, in der EU quasi für die Länder mit vorzugeben. Was ist sozial? Was muss alles erledigt werden in einzelnen Ländern? Welche Pflichtaufgaben gibt es für die einzelnen Nationen? Und natürlich die Beschäftigungskriterien. Aktuell zum Beispiel, gibt es einen europäischen Mindestlohn, ja oder nein? Dafür ist der Ausschuss da, um das vorzubereiten, um das aufzubereiten und entsprechend zu empfehlen, beziehungsweise das auf den Weg zu bringen. Ja, ja, dann gebe ich dir jetzt mal symbolisch schon 50-Euro-Schein. Gehe davon aus, dass es eine Anspielung ist auf das Kindergeld, was wir beantragen, beziehungsweise was wir im Wahlkampf gefordert haben für die Bürger, wo wir gesagt haben, 50 Euro pro Kind in Europa, um die Kinderarmut direkt anzugehen und die Kinderarmut zu bekämpfen. Immerhin haben 25% der europäischen Kinder leben heute in Armut. Das ist ein Viertel, das ist wahnsinnig viel und die Zahlen von Jahr zu Jahr ansteigen. Und diesen Teufelskreislauf der Armut muss durchbrochen werden. Und da haben wir als Familienpartei Deutschlands natürlich gesagt, wir müssen das insofern durchbrechen, indem wir direkt die Kinderarmut angehen. Und das heißt, 50 Euro zusätzliches europäisches Kindergeld wünschen wir uns. Und das bedeutet in Ländern wie Griechenland, wo zurzeit 8,50 Euro, glaube ich, Kindergeld bekommt, oder in anderen ärmeren Ländern wie Rumänien, Bulgarien, wäre 50 Euro von der Kaufkraft ja wahnsinnig viel Geld. Und die Menschen benötigen das Geld, sie geben es aus. Dieses Geld geht wieder in den Geldkreislauf rein, das heißt, davon werden wieder Steuern auch bezahlt und Steuern generiert. Und damit profitieren alle, nicht nur die Familien, die Kinder davon, sondern die gesamte Gesellschaft profitiert davon. Und das ist eine der besten Wirtschaftsförderungen europaweit. Und deswegen sind wir ein Verfechter von diesen Kindergeld. Das habt ihr ja. Danke. Das habt ihr ja auch ein Stück weit auf den Weg bringen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es darf dann nicht europäisches Kindergeld heißen. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen das Verfahren jetzt erzählen. Also ich habe quasi einen Antrag an das Parlament gestellt oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich versuche es mal ganz mit einfachen Worten zu erklären. Also wir haben jetzt die Überlegung, wir möchten dieses 50 Euro zusätzliches europäisches Kindergeld haben. Jetzt muss man schauen, vieles ist nationales Recht. Das heißt, die Nation bestimmt selber, ob sie ein Kindergeld bezahlen oder welche Höhe sie es bezahlen. Daher können wir einen Antrag, der lautet, wir möchten 50 Euro Kindergeld dem Kind zukommen lassen, nicht einbringen, der würde aus formellen Gründen schon abgelehnt werden. Was gibt es an Kinderkostengeld? Das geht. Kinderkostengeld gibt es nämlich noch gar nicht, das muss man eben halt neu erfinden in der Richtung und sagen, Europa sollte doch den Kindern ein Kinderkostengeld bezahlen. Dann greift man nicht in die Autonomie der Nation ein, nämlich sprich in das Kindergeld, sondern man schafft einen zusätzlichen Namen, Kinderkostengeld. Wie das in Endeffekt heißt, sollte uns egal sein. Wichtig ist, dass es kommt und die Menschen hilft. Und daher haben wir das erarbeitet, haben dann dieses auf den Weg gebracht. Und jetzt geht es erstmal so, dass es in die Fraktion reingegeben wird. Es wird dort vorbereitet. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Veränderungsvorschläge. Dann gibt die Fraktion dieses ins Parlament rein, als offiziellen Antrag. Dann geht es in die Ausschüsse, sprich wieder in unseren Ausschuss, Soziales. Da gibt es dann Koordinatoren, Shadows, ganz viele Menschen, die da mit Aufgaben betraut werden. Es ist Aufgabe der Koordinatoren zu prüfen, ob dieser Antrag Erfolg haben könnte, ob das Sinn macht. Und dann, wenn die Koordinatoren diesen Antrag, wenn sie den genehmigen, geht er in den Ausschuss rein zur allgemeinen Beratung. Da kommt der Shadow, der berichtet über die gesamte Zeit dieses Antrags, über aktuellen Stand des Antrags, wie weit er ist, welche Beratungen angestanden haben und so weiter. So hat jede Fraktion einen Shadow. Und die Shadows berichten dann wieder ihre Berichte an Koordinator, diskutieren untereinander, geben Ergebnisse an den Shadow weiter. Dann kommt Koordinator im Gesamtbericht, das geht an den allgemeinen Berichterstatter und der berichtet dann in den Ausschuss. Und das ist erstmal nur der Einstieg. Das heißt, man sagt immer, Europa ist zäh und langsam, das stimmt. Man hat ganz viele demokratische Hürden aufgebaut, die aber auch wichtig sind, damit kein Wildwuchs passiert, das muss man so deutlich sagen. Spielt denn da noch die EU-Kommission dabei eine Rolle? Das ist natürlich eine Kommissionsentscheidung. Die zuständige Kommissarin wird auch mit ihren Leuten diesen Antrag überarbeiten, schauen, ob der zulässig ist oder nicht zulässig, wird Empfehlungen abgeben und dazu ein Konzept erarbeiten. Wir schlagen wir vor, das Ganze muss eingeschweißt werden in eine Gesetzesform, die muss erarbeitet werden, dafür sind die Kommissionen wieder da. Also ich sage, ein ganz, ganz langwieriger Prozess, das ist so.
Allerdings, um Rechtssicherheit zu schaffen, ist es auch notwendig. Also es ist nicht so, wie jetzt hier im Stadtrat, ich gebe einen Antrag rein, 14 Tage später wieder abgehandelt und der Antrag wird genehmigt oder abgelehnt und Ende. So ist es wahrlich nicht. Und dann ist ja noch die dritte Institution, das ist der Ministerrat. Welche Rolle spielt der? Der Ministerrat wird in dieser Richtung, weil es hier direkte Einflussnahme in die Gesetzgebung dann ja geht, dann ist der Ministerrat natürlich gefordert, hier die Zustimmung zu geben. Ja. Ich hoffe aber, dass es verständlich rüberkommt. Es ist wie komplex sowas ist. Will ich 50 Euro zurück.